Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich bin froh, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Farbvideo von mir. Es haben sich ganz viele die Farbe grün gewünscht, weshalb wir es auch heute machen werden. Ich hatte gar nicht so viele Sachen in grün, habe mich jetzt erstmal ein T-Shirt gequetscht, was ich vor 100 Jahren hatte. Und habe mir noch ein paar Sachen bestellt und ich habe hier jetzt so einen Topf vorbereitet. Den werden wir jetzt öffnen und dann eine magische Sache rausziehen. So, irgendwie finde ich, dass das alles noch viel zu grau und langweilig aussieht. Der ganze Hintergrund. Du brauchst, glaube ich, Juan Carlos. Und zwar ist es diese Pflanze. Und sie ist auch grün. Nehmen wir sie jetzt einfach mal mit. Endlich hat Juan Carlos mal einen ebenbürtigen Platz. Perfekt. Eine grüne Reithose. Und ich finde die wirklich richtig schick, muss ich sagen. Und schon habe ich mich umgezogen. Das ging ja mal wieder ganz flott. Da hängt noch das Preisschild dran. Mensch, Hella. Nicht nachmachen, Leute. Tom hat die Hose fast zerrissen. Ich finde die so richtig schick und stylisch. Wir verlinken euch die Hose mal in der Videobeschreibung, bevor ganz viele Fragen kommen. Genau. Die ist einfach von Amazon, glaube ich, ne? Die ist von Rider Steel. Ich habe die einfach bei Amazon bestellt, ehrlich gesagt. Genauso wie die 100 anderen Sachen. Und da werde ich jetzt auch nochmal was ziehen. Und zwar muss etwas natürlich sein, was wir in jedem Farbvideo machen. Und zwar müssen meine Haare nämlich auch wieder grün werden. Und ich habe heute extra ein Spray bestellt, weil das bei dem Blau-Video war es halt schon so ein Fail, ehrlich gesagt, mit diesen komischen Dingern. Ach du grüne Neune. Dieses Haarspray zum Einsatz in dieser schönen Farbe. Wird einfach richtig schön aussehen. Wehe, du machst ja unser ganzes Wohnzimmer grün. Nein, das passiert schon nicht. Wow, wow, Hella. Okay, okay, wir müssen das woanders machen. Du machst unser ganzes Sofa alles grün. Leute, ich liebe dieses Videoformat. Ich liebe es einfach. Komm mal her. Ich will auch mal. Du machst das. Was soll die Scheiße? Noch ein bisschen Öl auf dem Kopf. Nein! Doch, man muss es das ja auch machen sehen. Wir nicht. Ich weiß nicht, ich stehe nicht so auf grüne Haare, bin ich ganz ehrlich. Weiß! Da sieht man ja mal heute richtig gut. Das sieht so gut aus. Ich kann nicht mehr. Dann schauen wir mal weiter in unserer. Zeig die Haare nochmal richtig. Wunderschön. Wow. Das ist so geil. Was hast du noch in deiner Wundertüte? Was ist das? Leute, es ist so geil. Sind das Pillen, damit deine Haut grün wird? Nein, das sind Kontaktlinsen. Und Leute, ich habe noch nie Kontaktlinsen benutzt. Und wie ihr seht, habe ich halt blaue Augen. Und die blauen Augen möchte ich heute grün zaubern. Und das geht leider nur mit diesen Kontaktlinsen. Oh, meine ganzen Hände sind jetzt schon grün. Ich habe das noch nie benutzt. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, bin ich ganz ehrlich. Ich wasche mir eben erst die Hände, ja, weil es ist sonst ein bisschen zu unhygienisch. Leute, ich habe richtig Angst. Okay, der muss aber andersrum gedreht sein. Leg ihn jetzt mal auf deinen anderen Finger, genau. So. Ja, nur, dass er nach oben gewölbt ist. Ja, so, ne? So. Und dann setz dich hin. Ich kann das so, glaube ich, nicht mehr. So. Ja, auf deinen, halt genau auf das Auge sozusagen. Also genau auf den. Ich habe Angst, Leute. Ich muss das vorm Spiegel machen. Das geht okay. So nicht. Leute, das ist echt das Allerschlimmste, was ich je gemacht habe. Nein. Du darfst mir so viel Blässe. Warte. Das geht nicht. Sie ist richtig runter. Ja. Nein! Hella! Leute! Das ist dreckig. Das geht ja mal gar nicht mehr. Ich wasche die einfach. Nein, Hella! Wir nehmen mal das andere, weil das ist jetzt dreckig. Wir tun das hier erstmal wieder rein, dann kann sich das erstmal wieder reinigen hier. Leute, wir haben sie jetzt reingemacht nach 10 Stunden. Und es tut so weh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Man sieht es halt gar nicht. Es ist halt blau immer noch. Echt? Wo ist es überhaupt? Oh, das tut so weh. Ah, ich kann die Augen nicht auflassen. Soll ich mal aufmachen? Man sieht halt nichts. Da kriegt man ja richtige Schmerzen. Hi Leute und herzlich willkommen. Okay Leute, es reicht. Wir nehmen das jetzt sofort ab. Wirklich, mein Auge brennt wie Feuer. Okay, es ist raus. Das war ja die schlimmste Idee. Ab in den Müll. Also Alter, das hat ja mal so weh. Du kommst auch an Müll. Hat sich richtig gelohnt. Kauft euch auf jeden Fall nicht solche Kontaktlinsen. Oh.
Es tat einfach so unglaublich weh. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg ins Stall. Hella, letztes Mal bist du ja in einer Papiermülltonne gefahren, dann musst du diesmal wohl in einer Biomülltonne zum Stall fahren. Nein, absolut nein. Wie das mache ich nicht. Wieso nicht? Wenn du ein Ja-Sage-Video machst, dann mache ich das. Okay. Wo du den ganzen Tag Ja sagen musst. Okay, dafür setzt du dich gleich in die volle Mülltonne. Nein. Wieso nicht? Nein, das will ich halt einfach nicht. Du musst erstmal noch andere Sachen machen. Jetzt habe ich diese dreckigen Schuhe hier rausgekramt, aber mit grün. Deshalb ziehe ich die jetzt an. Wow, Gollum hat hier sogar schon ein grünes Halfter an. Ja, es geht so grün, aber der Strick ist dafür grün und passt super gar nicht zusammen. Wir sind jetzt im Stall angekommen und Leute, ich habe einfach diese drei Bürsten mir jetzt, ich dachte, wir hätten vielleicht mehr im Stall, zusammengeklaut. Das ist die Bürste von Julia. Und auch noch eine Bürste von Julia und das ist meine Bürste. Das ist nur so eine Hufbürste. Damit willst du jetzt alles machen? Ja. Da fragt man sich halt, wie soll das gehen? Passt ja gar nicht zusammen hier, das Halfter und der Strick. Ich glaube, du hast eine Sonnenallergie, Hella. Er hat sich schon wieder Stroh mitgenommen. Na toll. Welche Bürste soll ich jetzt nehmen für den Körper? Das ist eine Hufbürste. Bürst ihn doch jetzt einfach mit der Hufbürste. Weißt du, eigentlich ist er, also Gollum, muss immer leiden bei den ganzen Videos. Der Arme. Und ich glaube auch nicht, dass er mag, dass du seinen Po umarmst. Ja. Wir stehen hier auch gefühlt komplett in der Sonne. Mir ist unnormal heiß, es sind 80 Grad. Ella hat sich jetzt in Schatten gestellt und wartet, bis die Sonne weggeht. So, wie lange willst du ihn noch putzen? Bis er sauber ist, Leute. Er wird mit diesen Bürsten nicht sauber werden. Die andere Seite ist noch schlimmer. Was ich ganz vergessen habe zu erzählen. Mach mal deine Augen auf. Ich krieg die nicht auf. Ich diese Schleifen noch mitgenommen habe. Und die werde ich jetzt Gollum und mir ins Haar tun. Welche soll ich nehmen und welche Gollum? Guck mal, was besser zu deinem Haar passt. Die ist für dich. Wow. Wie soll denn sein Schweif? Er hat halt gar keinen Bock mehr. Hätte ich auch nicht an seiner Stelle. So Leute, nach einer Stunde putzen mit diesen Kackbürsten werde ich jetzt die Hufen damit auskratzen. Klappt sogar. Nice, wie gut das geht. Das ist halt auch einfach eine Hufbürste. Jetzt werde ich bandagieren. Danke für die Bandagen an dieser Stelle von Lisa. Die passen voll gut zu deinem T-Shirt. Ja, ne? Nice, die sind mega sauber. Das sind ja auch nicht deine, sondern Lisas. Jetzt kommt natürlich noch die wunderschöne grüne Schabracke drauf, die natürlich schon dreckig ist. Also für mich ist das Video eher alles in Mint. Ist ja nicht mehr grün. Ist hier so affenheiß. Ich hole jetzt den Sattel und dann tue ich den noch drauf. Oh, hast du denn einen grünen Sattel? Nein, nur einen schwarzen. Oh, oh. Aber ich habe einen grünen Halsring. Was ist denn mit Hella los? Das sieht gar nicht grün aus. Ich werde mir jetzt meinen Zopf aufmachen und dann geht's auch schon los. Sie hat die Haare schön. Sie hat die Haare. Grün. Ja, mega schön halt. Oh. Meine Haare fühlen sich an wie Stroh. Wirklich schlimmer als Stroh. Fühl die mal, Tom. So fühlen sich richtig schön weiche Haare an, oder? Okay, ich mach dir jetzt die Schleife hinten rein. Ja. Jetzt siehst du aus wie Gollum von hinten. Okay, Girl. Girl? Er ist ein Boy. Ich hätte mir eine Stute zulegen sollen. Was nicht ist, kann er noch werden. Oh. Oh. Nein, Leute, ich bin eher so der Baller-Fan. Komm. Ich dachte, er kommt so mit. Fail. Und halt. Ja. Ja. Nein, nein. Wir machen das immer so. Und dann mache ich immer so. Zurück. Angeln. Jetzt tue ich so, als hätte ich ein Leckerli. Zurück. Seht ihr? Genau so. Und dann ein 1-Meter-Sprung. Zack. Oh Mann. Hä, er darf das essen, das ist grün. Ich freue mich richtig, mit Halsring wieder zu reiten. So wie nie in den Videos. Ja, ich in jedem Video. Sonst ist meine Ausrede immer, ja, wir drehen die Videos am Samstag. Aber Leute, heute ist ein Mittwoch. Aber heute ist die Ausrede, der Halsring ist grün und du hast halt keine grüne Trense. Ja? Wir sind auf dem Platz und jetzt brauche ich noch ein paar Leckerlis. Da will ich sich die schon schnappen, die sind sogar grün. Das sind solche Apfelleckerlis. Jetzt nehme ich hier auf jeden Fall einfach zwei, stopfe die hier einfach in diese Handytasche rein. Probier mal einen von denen, da steht Apfel drauf. Probier du und doch mal einen. Und das gibst du deinem Pferd?
Wer mag die ja? Dein armes Pferd. Du bist frei. Du bist frei. Ich häng das mal hier in den Baum. Ich drück aufs Gas, hör die 500 PS. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Tom kommentiert Hellas Ritt. Aus der Sicht von Hella. Ja, also heute war Gollum mal wieder richtig flott unterwegs. Deswegen haben wir hier auch ein bisschen Galopp und Trab gemacht oder Mitteltrab. Aber hier erstmal schönen spanischen Schritt. Ein bisschen zeigen, was wir so können, ne? Und ja, hier seht ihr, es sieht aus wie aus dem Lehrbuch. Also wundervoll. Hier nochmal in Slow Motion. Oh, zack, 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 zack. Sehr schön. Auf jeden Fall wie immer mit Halsringen in meinen Videos, ne? Weil was anderes kann ich halt auch eigentlich gar nicht. Und hier dann nochmal richtig aufs Gas gedrückt und vorbeigesprintet. Ja, hier wieder im... Oh, sieht das toll aus. Wie aus dem Lehrbuch. Einfach atemberaubend. Ja, hier hat er seinen Kopf dann auch schön fallen lassen. Keine Panik, den haben wir später wieder aufgesammelt. Und ja, da hat er den auch schon wieder dran, den Kopf. Und jetzt hört ihr nochmal mein Statement zu dem Ritt. Wir sind jetzt fertig mit Reiten, das war echt ganz gut. Einmal sind wir fast gegen so einen Baum hier geklatscht, aber jetzt gerade haben wir noch einen TikTok gemacht. Richtig lustig, ich kann euch das mal einblenden. Okay, bis bald, ja. I like green. 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 I like green. Das fand ich so blöd. Ich sag nur, I like green. 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 Okay, lass uns rausgehen. Wir sind draußen. Golly. Also kannst du einmal noch das Halfte nehmen? Okay, jetzt gehst du so wieder runter, wie du raufgegangen bist. Wir können die Clips ja tauschen. Gut gemacht. So, und jetzt steige ich ab. Wow, du hast sogar einen grünen Leckstein. Down. Down, down. Prima. Toll. Soll ich mich auf ihn draufsetzen? Er ist nass. Toll! Wie süß! Oh, nice! Gleich hast du den ganzen I. Sieht aus, als hätte er in der Kacke rumgewühlt. Hast du ein richtiges Vogelnest auf dem Kopf? Halt auf! So. Lauf, du bist frei! Ey, er hat ja auch ein grünes Halb da. So, jetzt müssen wir noch ganz schnell die Mähne. Hello. Ja. Erwischt. Nein, nein, ich habe nichts benutzt. Was machen wir denn jetzt? Wir gehen jetzt zur Eisdiele. Dürfen Pferde Eis essen? Ja. Echt jetzt? Bei den Tennis schon. Nein, natürlich nicht. Ich wäre gern heute auch Kutsche gefahren, aber die ist ja nicht grün. Wir haben uns hier jetzt hingestellt und Valentine darf ein bisschen angrasen. Und Tom kommt auch schon wieder mit Eis in der Hand. Einmal grünes Eis für Hella. Oh nein, das wollte ich nicht. Und Valentine kriegt braunes Eis. Nein, Spaß, das für mich. Und wie schmeckt dein grünes Eis? Sehr lecker. Ja? Wirklich. Würde ich mir so nicht kaufen, aber schmeckt wirklich sehr gut. Waldmeister ist es. Ja, super. Ey, fein. Toll. Wollen wir auf den Platz gehen und du rennst eine Runde mit ihm? So, hier bitte schön, Tom. Was jetzt? Du kannst jetzt eine Runde mit ihm rennen. Ja, ist klar. Bei dem Wetter? Ja. Yes. Ab hier nach da hinten. Ja, seid ihr beiden fertig? Noch eine Runde! Oh! Habt ihr das gesehen? Geil! Valentine hat auf jeden Fall durch.
Wir waren gerade auf dem Weg nach Hause und haben dann dieses Gefährt hier entdeckt. Da hinten steht unser Auto. Weil ich bisher in jedem von diesen Videos einmal mit irgendwas anderem gekommen bin, zum Beispiel einmal mit dem rosanen Roller oder in der Mülltonne, dachten wir, das passt zu grün auf jeden Fall und damit werde ich jetzt nach Hause fahren. Dann mal los. Hey, gib mal ein bisschen Gummi. Bis gleich. Tschüss. Da bin ich auch schon zu Hause angekommen und mir ist jetzt gerade beim Schneiden aufgefallen, dass das Mikrofon nicht richtig funktioniert hat. Also Tom, shame was soll me. Das? Shame on me. Amateur. Ist so, geht gar nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich eigentlich nur so rückblickend auf den Tag einfach nichts aussagendes Zeug gelabert. Nein, ich habe eigentlich irgendwie erzählt, dass mir das halt mega viel Spaß gemacht hat, mit dem Heißring zu reiten. Dass auch alles gut geklappt hat, mit den Kontaktlinsen. Ja. Also jetzt kann ich endlich aus Erfahrung sprechen. Ich würde es lassen an eurer Stelle. Also falls ihr eine andere Augenfarbe haben wollt, lasst es einfach. Das geht nicht gut aus. Es hat so gebrannt. Und dann hast du, glaube ich, noch gesagt, dass die in die Kommentare schreiben sollen, welche Farbe wir als nächstes machen sollen, richtig? Ja, also schreib es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich habe ja schon rosa, blau und grün jetzt gemacht, was als nächstes kommen soll. Und hier habe ich, glaube ich, nochmal gesagt, dass ich die Reithose echt richtig schick fand. Und alle dich darauf angesprochen haben. Ja, echt so. Aber die ist natürlich in der Infobox verlinkt. Und jetzt, Hella, musst du dein altbekanntes Ende sagen, wie in jedem Video. Ich hoffe, das Video hat euch natürlich mal wieder gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und bleibt auf jeden Fall gesund. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao!